Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen München. Heute gibt's mal wieder ein Lernradio mit einem Gast und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Matthias. Wahrscheinlich war die Musik ein bisschen laut. Gut, dass du sagst. Ich regle jetzt einfach ein bisschen runter, dass nirgendwo ein Kopfhörer platzt oder ein Handy explodiert. Sehr, sehr guter Punkt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und nicht nur ich freue mich, sondern ich habe ja heute auch wieder mal einen Gast. Und zwar die Christine. Und die hole ich jetzt einfach mal mit dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Christine. Hi. Ah, warte, jetzt hören wir dich. Aus dem nicht so sonnigen Hamburg. Ah, ja. Ich habe dich gerade noch leise gehabt. Jetzt hören wir dich. Guten Morgen. Ja, nicht so sonnig. Du hast gerade vorher schon gesagt, bei euch ist schon länger ein bisschen grauer jetzt, oder? Ja, es regnet seit Tagen, aber ich will mich ja gar nicht so beschweren. Die Stadt ist trotzdem schön, aber sonniges München hat mir gerade so einen kleinen Hieb ins Herz versetzt. Ja, ich habe leider gerade keine zweite Kamera, aber warte, ich mache jetzt mal was einfach. Ich nehme meine Kamera einen Moment. Sehr hell. Oh, ich sehe die Sonne. Schön. Fast blauer Himmel. Das ist quasi mein Blick aus dem Fenster hier. Deswegen gucke ich auch meistens da so ein bisschen rüber. Ja. So. Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja vor längerer Zeit auf mich zugekommen und hast gemeint, du willst gern selber ein bisschen mehr Videos produzieren quasi und hättest da ein paar Ideen, hättest auch ein paar Fragen. Und dann dachte ich mir, ja komm, du bist sicherlich nicht die Einzige, die diese Ideen, diese Fragen hat. Dann lass uns einfach mal ein bisschen gemeinsam drüber quatschen. Und diejenigen, die jetzt quasi mit zuhören, können genauso Fragen stellen, können genauso ihre Ideen reinbringen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du eigentlich genau vorhast oder wofür du vielleicht gerne Videos verwenden möchtest. Erzähl einfach mal ein bisschen und dann springen wir so rein, würde ich sagen. Ja, super. Danke dir, Benjamin, dass ich dabei sein darf. Ich habe gedacht, wir gehen auf einen virtuellen Kaffee und dann kam direkt die Antwort, ja, lass das gleich mal live machen. Das haben schon ein paar Leute bei mir erlebt, die auch gesagt haben, ja, virtueller Kaffee. Und dann habe ich gesagt, wäre es schlimm, wenn andere Leute zugucken, wenn wir virtuell Kaffee trinken? Weil ich finde das so schade, weil diese Gespräche, das, was wir jetzt hier führen, die führe ich total viel. Und in der Vergangenheit dachte ich mir immer, Mensch, da sind meistens total coole Sachen entstanden. Das ist jetzt ja nichts Persönliches sozusagen, wo jetzt jemand irgendwas Privates ausplaudert, sondern es geht ein bisschen um die Technik, es geht um Marketing und wie man das gut macht. Da können andere ja davon profitieren. Deswegen virtueller Kaffee quasi auf der Bühne. Genau, ja, alles gut. Und ich finde es auch genau richtig, weil da sind wir mitten im Thema. Bei uns beiden geht es ja um das Thema Lernen und Lehren. Und das ist genau der Punkt. Warum muss man sowas immer für sich alleine machen und dann auch noch sich sozusagen verstecken damit, sondern man kann doch rausgehen und kann das teilen. Und genau. Da sind wir auf dieser Plattform, glaube ich, auch ganz richtig. Aber das ist genau meine Philosophie. Ich muss das nicht alleine machen. Und ich freue mich, wenn andere gleich auch noch Fragen stellen werden, vielleicht ergänzen oder nochmal tiefer reingehen, wenn ich eine Frage habe und du eine Antwort gibst. Insofern, genau, lass uns das gemeinsam machen. Community ist doch toll. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich erzähle ganz kurz, warum ich dich eigentlich gefragt habe und was mich daran so interessiert und wofür ich das brauche.
Also ich arbeite schon ganz lange im Bereich Personalentwicklung, Bildung, Erwachsenenbildung sind so die Schlagworte. Und habe früher ganz häufig Trainings gegeben oder Workshops, wo ja die Philosophie war, ich komme und erzähle irgendwas und versuche anderen etwas beizubringen, was ich vielleicht schon weiß. Das hat sich bei mir komplett gedreht. Ich bin eher der, ja, wenn du so willst, wirklich Moderator, Lernbegleiter, sage ich häufig auch, und versuche eigentlich Gruppen anzuleiten, selber was zu entwickeln. Nichtsdestotrotz verknüpfe ich das immer in verschiedenen Modulen mit verschiedenen Tools und Methoden. Ich bin nicht nur live mit dem Kunden im Kontakt oder mit den Lernenden, sondern ich habe auch immer eine Lernplattform und begleite eigentlich meine Module und Workshops immer auch mit Offline-Lernen. Und da brauche ich Content, so ganz simpel. Und der Content wird ganz häufig von meinen Teilnehmenden auch erstellt, aber ich bringe natürlich auch Impulse und Input rein und kann eigentlich viel besser produzieren, wenn ich das irgendwie quasi selber mache. Also wenn ich nicht was schreibe, mich hinsetze, ich bin nicht so der große Schreiberling, sondern ich kann irgendwie sprechen, habe ich jedenfalls in den letzten Jahren immer so entdeckt. Ne? Stelle mich auf eine Bühne und ich kann losreden, das ist prima. Und das wollte ich aufzeichnen, weil ich dachte, klar, das Gleiche, was wir eben besprochen haben, warum muss ich das für mich alleine machen? Ich kann das aufzeichnen, kann das irgendwie konservieren und dann wieder nutzen. Und da bin ich jemand, der sehr viel rumexperimentiert und auch Technik ausprobiert und so weiter. Aber ich lerne natürlich sehr gern von Profis wie dir und sage, hey, was machst du eigentlich? Wie machst du das? Wie baust du sowas auf? Worauf muss ich achten? Welche Technik würdest du empfehlen? Und da tauschen wir uns vielleicht gleich mal aus. Ich habe ein paar Sachen schon ausprobiert, aber ich bin ganz sicher, du hast tolle Tipps. Sicherlich. Erstmal nochmal auch guten Morgen in die Runde. Es sind einige Leute dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, ne, nutzt die Möglichkeit. Ich gucke immer mal wieder in den Chat. Ich gucke gerade, ich sehe irgendwie LinkedIn Lives Events auf Fremdzeiten. Wen habe ich jetzt mit meinem Live erreicht? Das muss ich, verstehe ich noch nicht so ganz. Ich sehe aber leider, ich sehe das bei Restream, dass es diesen Kommentar gibt, aber ich sehe leider den Kommentar in LinkedIn noch nicht. Das heißt, ich weiß noch nicht, wer diese Frage gestellt hat. Aber, Alexandra, genau. Alexandra, kannst du das ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst? Ich verstehe es noch nicht ganz. in der Zwischenzeit sprechen Christine und ich schon mal ein bisschen über Technik, was Technik angeht. Und da ist meine persönliche Perspektive, dass wenn es ein Video ist, in dem ich jetzt nicht großartig aufwendige Dinge zeige, dann lege ich eigentlich immer größeren Wert auf die Audioqualität. Also, weil ein Video kann man häufig gut entweder nebenher laufen lassen, man kann sich dann den Laptop irgendwo hinstellen, ich kann das dann sozusagen nebenher angucken und so weiter. Und wenn ich jetzt sozusagen nicht mit den Augen total drauf fixiert bin, dann lege ich eigentlich größeren Wert auch beim Erlebnis auf das Zuhören. Und deswegen würde ich da immer sozusagen eher erstmal ein bisschen in Audiotechnik investieren, als jetzt großartig in Videotechnik. Obwohl ich jetzt persönlich, ich bin ja ein absoluter Technik-Freak und Nerd, ich mache das total gern. Und deswegen habe ich auch quasi bei der Kamera ein bisschen mehr investiert. Aber ich würde erstmal gucken, dass der Sound quasi einigermaßen ordentlich ist. Das macht das Ganze dann nämlich deutlich leichter zu konsumieren. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Tatsächlich nutze ich ganz häufig entweder dieses externe Mikrofon, was ich jetzt gerade nutze, oder auch mal die AirPods, weil ich mit den AirPods selber wunderbar arbeiten kann. Ich habe aber schon auch die Rückmeldung bekommen, dass das manchmal blechern klingt. Kennst du das? Ja, voll. Also ich finde die AirPods... Für all diejenigen, ich glaube, jeder weiß wahrscheinlich, was die AirPods sind, aber das sind diese Kopfhörer von Apple, die man sich in die Ohren steckt. Die haben auch das Problem, dass das geht ja über die Bluetooth-Schnittstelle und sobald quasi Ton in beide Richtungen geschickt werden muss, das merkst du auch zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel am Laptop irgendwas anhörst und dann in einen Videocall switcht und gleichzeitig das Mikro nutzt, dann wird deine Audioqualität schlechter.
weil dann quasi die Bandbreite von Bluetooth in beide Richtungen genutzt werden muss. Und deswegen empfehle ich die jetzt für Aufnahmen auch nicht unbedingt, zumal wenn du jetzt die AirPods verwendest und tatsächlich mit dem Handy aufzeichnest, die gar nicht, also das wird gar nicht deren Ton verwendet. Das wissen ganz viele Leute nicht. Nein. Ich finde es immer lustig, wenn ich jemanden sehe, der quasi mit dem Handy ein Video von sich aufnimmt mit den AirPods in den Ohren, weil es wird nicht deren Ton verwendet. Außer welcher Ton? Der vom Handy. Ah, okay. Außer es gibt da spezielle Apps, aber wenn du quasi ein iPhone hast und die Standard-Kamera-App verwendest, wird nicht der Ton aus den AirPods verwendet, obwohl du die gerade verbunden hast. Das nur so als Randnotiz, weil viele, glaube ich, glauben, dass das in dem Fall verwendet wird. Also, dann hört man mal. Eigentlich ist nämlich auch das Mikro im iPhone gar nicht so schlecht. Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde gerne selber mehr Content produzieren, wie in deinem Fall, dann würde ich als Kamera zuallererst mal auf die Smartphone-Kamera zurückgreifen, weil mit genug Licht und einem einigermaßen guten Setting kann ich damit eigentlich schon recht viel machen. Und dann muss ich halt überlegen, was mache ich audiomäßig. Und da wäre für mich die erste Stufe. Sowas hier. Ein Ansteckmikro. Achso, so rum. Muss mein Gesicht verdecken, dann geht's. Ah, jetzt sehe ich's, genau. Ja, aber Ansteckmikro ist mir natürlich bekannt. Okay. Genau. Ansteckmikro. Also genau, Ansteckmikro für Smartphone. Das kostet so 50, 60 Euro ungefähr. Ja. Du kannst dann natürlich dir auch noch es gibt auch noch eine Funkstrecke quasi. Das gibt's auch von Rode zum Beispiel. So sieht es aus. Ja. Muss ich auch kurz weggehen. Kommt, jetzt ist es, genau. Und damit könntest du dich dann quasi auch frei im Raum bewegen. Aber die einfachste Möglichkeit ist, dass du dir ein Verlängerungskabel dafür noch kaufst. Gibt's auch. Dann ist der Kostenpunkt quasi noch geringer. Und dann hättest du dein Handy zum Aufzeichnen, hättest ein wirklich gutes Mikro eigentlich, weil das verzeiht sehr viel. Und dann könntest du damit schon ganz easy eigentlich loslegen. Das wäre so eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, mein persönlicher Favorit wäre eher so ein kabelloses Ding, weil ich wirklich auch eher mich bewege. Ne? Ich stehe hier an meinem Schreibtisch, so wie du auch, und habe hinten eine Wand mit Flipcharts und Ähnlichem, wo ich dann auch dran arbeite und ich würde mich verheddern in so einem Kabel. Und dann wärst du, ich meine, was verwendest du jetzt gerade in unserem Gespräch für ein Mikro? Ich habe ich habe so ein BCC 950 Kamera von, oh Gott, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das war der Name, der eben angezeigt wurde. Warte. Keine Ahnung, steht nicht mehr drauf. Das ist eigentlich ein Mikro mit einer Aufsteckkamera, die dann so in die Höhe kommt und die ich mit so einem Kreis direkt vor meinem Bildschirm halten kann. Aber ich habe festgestellt, die Kamera von dem ist nicht so gut wie die meines iMacs. Deshalb nutze ich nur das Mikrofon. Alles klar, weil bei dem Mikro, das du jetzt gerade verwendest, da ist quasi vom Ton her sehr viel Raum mit drauf. Also man hört einfach, dass du im Raum bist. Liegt aber auch daran, also und das ist quasi Physik, je näher du an einem Mikrofon dran bist, physisch, desto weniger Raum wird tendenziell aufgenommen. Kommt aber auch auf die Art des Mikros an. Also es gibt ja zum Beispiel noch sowas. Ja, richtig, genau. Ja, dazu muss ich sagen, das Mikro, was ich nutze, ist auch eher für die Konferenz gedacht. Also wirklich mehrere Leute in einem Raum aufzunehmen, um dann Konferenz zu schalten. Also ob Video oder nur Ton, ist völlig egal. Und das macht genau das aus, ne? Das halt bei mir dadurch. Und ich bin hier in so einem Altbau unterwegs, der Fußboden knarrt, das wird sicher alles mit aufgezeichnet. Also da gibt es eben bessere Methoden. Toll. Ich gucke jetzt gerade, ich habe gerade ein bisschen in die Kommentare geguckt, weil Alexandra spricht so ein bisschen, also hat Fragen zu quasi LinkedIn Lives, LinkedIn Events und will wissen, darf ich die Leute, die daran teilnehmen, quasi direkt anschreiben? Brauche ich da so ein Double Opt-in? Ist natürlich eine sehr spezifische Frage, die jetzt nicht unbedingt mit der Technik zu tun hat, ist aber wurscht, kann man trotzdem beantworten. Ja. Also Alexandra, du kannst eigentlich auf LinkedIn, wenn sich jemand für dein, also
dadurch, dass es ein soziales Netzwerk ist, erklärt sich ja jeder eigentlich bereit, dass alles das, was er tut, von den Menschen genutzt werden kann, die das sehen. Sprich, wenn jetzt jemand hier auf mein Event reagiert hat, einen Kommentar geschrieben hat, teilnimmt, kann ich damit alles machen. Also ich darf zumindest innerhalb von LinkedIn, darf ich diese Person natürlich jederzeit anschreiben, kann sie kontaktieren. Die Person kann aber trotzdem das dann noch ablehnen. Ich dürfte jetzt, soweit ich weiß, oder das wäre ein bisschen merkwürdig, ich könnte jetzt nicht irgendwie extern die Person kontaktieren, aber alles, was innerhalb LinkedIn bleibt, ist natürlich eine super Möglichkeit. Und da gibt es auch bei Events so ein paar Analytics hinterher. Also ich sehe auch, wann gucken wie viele Leute zu. Deswegen ist das schon eine gute Möglichkeit, um neue Menschen dazu zu gewinnen, quasi. Ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet. Genau, aber Marianne ist auch schon eingesprungen und beantwortet ein bisschen. Und Matthias auch. Gerne, also wenn du da noch tiefer reingehen willst, Alexandra, melde dich gerne. Jo. Ja, die Themen sind ja unheimlich vielfältig, ne? Also ja. Du kannst ja von der reinen Ausstattung und der Technik jetzt hingehen und sagen, okay, welche Plattform nehme ich eigentlich, wie streame ich überhaupt? Und ich greife das mal auf, weil tatsächlich das eine Frage ist, die ich mir auch gestellt habe. Du hast ja entschieden, dass du auf LinkedIn live streamst. Mhm. Wieso? Warum? Was nützt dir LinkedIn? Wie funktioniert es für dich? Also das sind bei mir mehrere Gründe und dieser Stream jetzt gerade, der läuft auch parallel bei LinkedIn, Twitch und YouTube jetzt. Diese Möglichkeit bietet ja so ein Tool wie Restream beispielsweise. Der Grund oder der Hauptgrund, warum ich eigentlich erstmal angefangen habe, bei LinkedIn zu streamen, ist schlicht, dass ich dort mit meiner bisherigen Außenwirkung die größte Reichweite habe und es dann bei LinkedIn die Möglichkeit gab. Und wie wir vorher gesagt haben, letztes Jahr war irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte, ich habe schon als Jugendlicher den Traum gehabt, Radiomoderator zu sein. Jetzt schenkt mir LinkedIn quasi die Möglichkeit, das zu tun in einem Netzwerk, in dem ich mich auskenne und wohlfühle. Und dann habe ich relativ bald damit angefangen. Und das hat bei mir quasi weniger, ich sag mal, weniger marketingtechnische Gründe, weil das, was ich mache, hat sowieso mit, ich sag mal, Bilderbuch-Marketing nicht so viel zu tun. Ich experimentiere einfach gerne und viel. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze bei LinkedIn zu machen. Ich habe aber jetzt auch, und da habe ich ja die letzten Tage ein bisschen drüber gesprochen, ich werde mich jetzt nicht mehr nur oder hauptsächlich auf LinkedIn konzentrieren, sondern ich werde jetzt eigentlich all meinen Content, den ich erstelle, auf einer Seite zusammenführen. Die heißt mylearningquest.blog. Da sieht es jetzt gerade noch recht frisch aus, aber da kommt jetzt quasi alles hin. Und ich finde es einfach als Format, finde ich es extrem cool, weil man mit den Menschen, die Fragen dazu haben, direkt in Kontakt treten kann und die können dich und mich jetzt mal auf einer ganz anderen Ebene erleben, als das in einem aufgezeichneten Video oder Podcast möglich wäre. Genau. Mhm. Wobei das ja schon auch eine erste Hürde ist, ne? Für die meisten Menschen, so wie mich auch, zu sagen, ich zeichne mal ein Video auf von mir selbst, ja. Da rede ich noch gar nicht von Schnitt oder von irgendwelchen großartigen Sachen, die ich einblende, aber generell ein Video aufzuzeichnen und das dann jemandem anderen zur Verfügung zu stellen, ist schon direkt eine Hürde, finde ich. Also ich habe mich daran gewöhnt, ein wenig mehr. Wie gesagt, ich habe vorhin auch schon gesagt, stell mich auf eine Bühne und das geht. Ich bin da also eher dann auch der Mensch, der experimentiert, sagt, ja, ich gehe mal raus und mach das. Aber es ist trotzdem eine Hürde und es fällt mir auch nicht so leicht. Und das ist ja wahrscheinlich bei anderen Leuten genauso. Und dann kommen wir tatsächlich zum Punkt und zu dem Faktor, den Technik macht. Weil gestern hatte ich die Silvia hier, Silvia Scherer, die ist auch in München. Ich markiere sie jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, Silvia, guckst du zu? Die hat nämlich auch gerade einige Fragen zum Thema Videoproduktion und wie sie sich quasi zu Hause so ein bisschen besser ausstatten kann. Und sie hat selber auch gesagt, sie ist da hin und wieder halt auch so ein bisschen reserviert, was das sich selbst auf Kamera sehen angeht und wie fühle ich mich da wohl. Und dann habe ich ihr gezeigt, wie das halt hier mit einer guten Kamera aussieht. Und das macht dann doch eben einen riesen Unterschied. Und das ist etwas, weil natürlich kannst du mit deinem Smartphone ein wirklich gestochen scharfes Video aufnehmen. Das geht. Und wenn das nur den Zweck hat, jetzt quasi Menschen innerhalb eines Kurses zur Verfügung zu stellen, das hat einen super geringen Aufwand und ist quasi total schnell erledigt.
Aber wenn ich selber mal mit so einer etwas besseren Technik produziere und das dann sehe, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Weil dann habe ich wirklich mal gemerkt, ach krass, so kann ich auf Video aussehen. Und das tut einfach sehr, sehr viel fürs Gefühl. Auch wenn dann natürlich dann anderer Aufwand dahinter steckt. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt nur mit einem Smartphone aufnehme, das nehme ich auf, schneide vorne und hinten ein bisschen was ab und dann ist das Teil fertig. Wenn ich mit einer besseren Kamera produziere, muss ich manchmal halt noch hinterher ein bisschen mehr tun. Je nachdem, ob ich zum Beispiel auch Ton und Bildspur separat aufnehme oder wie ich das dann mache. Und das ist für mich auch immer so der Zwiespalt, weil auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, ja klar, fang doch einfach mit dem Smartphone an, wie ich jetzt auch, obwohl ich quasi hier bessere Technik verwende als ein Smartphone. Und deswegen sage ich auch ganz ehrlich, es macht einen riesen Unterschied. Ich meine, du arbeitest mit einem iMac, der kostet auch nicht 300 Euro, sondern der kostet mehr. Und das hat für dich auch einen Grund, dass du diese Technik verwendest, weil du einfach weißt, das schalte ich an und das funktioniert. Und der funktioniert auch in 5 Jahren noch, ohne dass dann Windows sagt, ja, Moment mal, jetzt musst du aber hier das und das. Ja, und ich habe den iMac tatsächlich aus genau diesen Gründen gekauft, weil der einfach eine Kamera hat, mit der ich arbeiten kann und trotzdem dieses Gerät auch für andere Dinge nutzen kann. Also nicht nur für Stream, weil mein Hauptjob ist natürlich nicht, Videos zu erstellen und die zu streamen oder zu schneiden, aber es muss halt beides können. Und ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert, verschiedene Kameras ausprobiert. Die von dem MacBook können wir gleich vergessen. Also diese FaceTime-Geschichte ist natürlich eine Katastrophe, aber da gibt es eben vom iMac ganz gute Lösungen. Was ich aber gelernt habe letztes Jahr, und ich dachte, das teile ich gerade an der Stelle, weil du sagst, hey, gute Technik gibt dir auch Sicherheit und da bin ich ganz bei dir. Ich habe letztes Jahr mir das war tatsächlich ganz spontan, am, ich glaube, 30. November beschlossen, dass ich ab 1. Dezember eine eigene Challenge für mich selbst starte und bin auf Instagram 24 Tage jeden Morgen um 8.15 Uhr live gegangen für 15 Minuten. Das habe ich mir wirklich abends überlegt und nächsten Morgen habe ich losgelegt und gedacht, ich will diese Challenge für mich selbst. Ich will einfach mal gucken, traue ich mir das zu? Vor allen Dingen, weil mir das ganz häufig so geht, ich mache Dinge, probiere die aus und die funktionieren nicht gleich so, wie ich es mir vorstelle und dann gebe ich sie auf. Mhm. So, ich bin da relativ schnell enttäuscht und denke, ach, wisst ihr, wie so ein kleines Kind, schmeißt es in die Ecke und sagt, mache ich jetzt nicht mehr. Und bei der Challenge hatte ich ja dann auch angekündigt, ich mache das 24 Tage lang wie so ein Adventskalender und dann musste ich ja dabei bleiben. Ich musste es ja machen. Also ich musste mich selber zwingen, jeden Morgen live zu gehen. Und es war von Tag zu Tag besser. Und da ging es weder um wirklichen Content, da ging es auch nicht um Marketing, da ging es nicht darum, eine riesen Reichweite zu erzielen, die ich ohnehin auf Instagram noch gar nicht habe. Aber mir ging es einfach für mich selbst darum, mal zu lernen, was macht eigentlich dieses Video, was macht das Live-Senden mit mir. Und das war mega. Das hat richtig gut gewirkt, hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Und da habe ich es halt auch auf einer Plattform versucht, wo ich eben wenig Reichweite habe, fairerweise, weil auf LinkedIn habe ich mich noch nicht getraut. Aber es hat mir ganz viel geholfen. Was denkst du, was brauchst du, dass du das auch auf LinkedIn machst? Ach, ich denke vielleicht noch ein Stück Mut so und gut, nee, ernsthaft jetzt nochmal ein, zwei Ticks in der Ausstattung mehr. Das ist so der erste Punkt, der mir persönlich mehr Sicherheit gibt. Mikro ist wahrscheinlich meine nächste Investition, gebe ich dir recht. Und dann muss ich mir aber überlegen, und das ist für mich zumindest so und wertvoll, mir geht es ja immer auch um Qualität. Ich will halt einfach nicht senden und das Senden wegen, sondern ich will schon auch irgendwie Content senden und will damit Leute erreichen und nicht nur nutzlos spammen, sondern wirklich auch Inhalte verteilen. Und da möchte ich mir eine gute Strategie überlegen, was für mich Sinn macht, wo ich auch hinterstehe. Und da ist aber live tatsächlich aus meiner Perspektive ein ganz anderes Format, weil jetzt nimm. Stell dir nur mal vor, weil du jetzt gerade sagst, qualitativ hochwertig, so dass es nicht nur Senden ist. Live ist quasi für einen Dialog gemacht zwischen den Menschen, die senden und den Menschen, die zugucken. Das ist quasi, und deswegen ist es ja auch so grandios, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Menschen, die uns jetzt zugucken und zuhören, auch etwas reingeben können, weil das ist ein bisschen wie so ein, wie bei so einem Experiment in so einem Chemiebaukasten. Da werfe ich jetzt mal was rein und dann gucke ich, oh, das zischt, das ist ja cool. Und das ist für mich die Qualität quasi, die so eine Live-Sendung hat. Und da geht es noch nicht mal drum, jetzt, dass du hochqualitativ quasi die 10 Punkte für oder die 3 Schritte zum erklärst, weil die meisten Leute sind eh nicht von Anfang bis Ende da.
Also ist es dann eh so, jetzt angenommen, du würdest die 5 Schritte zum fertigen Online-Kurs erklären, dann kommt jemand eine halbe Stunde später und sagt, aber was ist denn mit der Content-Planung? Dann sagst du, ja, das haben wir vor 20 Minuten besprochen, zum Beispiel. Also da musst du auch gucken, was ist sozusagen ein Format, das auch immer genug Offenheit bietet, dass jemand, der jetzt gerade reinkommt, relativ schnell versteht, worum es geht und relativ schnell sozusagen dann mitlaufen kann. Wie, Spaziergang hat gerade keinen guten Ruf. aber angenommen, wir würden jetzt wir beide würden zusammen irgendwie einen Spaziergang machen und reden einfach drüber, was wir gerade so sehen. Und jemand, der zuguckt, kann nicht das sehen, was wir sehen, aber erkennt anhand unseres Gesprächs, wo wir gerade unterwegs sind. Ja, gut. Schönes Bild. Ist gerade entstanden. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich nehme das mit. Das heißt, du machst schon einen Unterschied, natürlich. Klar, aber war mir einfach gar nicht so richtig bewusst und deswegen muss ich es nochmal formulieren. Du machst eben einen Unterschied zwischen live und, ich sag mal, geschnittenem Video, was Content liefert. Absolut, ja. Weil ich meine, es kommt es auch drauf an. Natürlich, wenn du innerhalb von so einem Ökosystem wie LinkedIn bleibst, da gelten natürlich auch im Feed bestimmte Regeln, wann jetzt jemand überhaupt zuguckt oder nicht. Also, und da habe ich ja auch schon viel drüber erzählt. Also, wann und wo erreiche ich überhaupt die Person? Und da würde ich mal gerne wissen, sozusagen, wie oft, also du kannst es ja rausfinden, zumindest aus den Daten, wie häufig gucken das die Leute auf dem Handy an und wie häufig auf dem PC. Aber du weißt nicht, sitzen die in der U-Bahn? Sitzen die auf dem Klo? Gehen die gerade spazieren? Was auch immer. Also das weißt du ja letztlich nicht. Und deswegen gelten da auch ganz unterschiedliche Gesetze sozusagen, wann überhaupt ein Video von jemandem angeguckt wird. Und ob das dann mit Ton angeguckt wird oder ohne. Natürlich kannst du jetzt in deinem Netzwerk eine Umfrage machen und kannst die Leute fragen, guckt ihr Video eigentlich mit oder ohne Ton? Dann sehen das ganz viele, aber das ist natürlich keine wirklich aussagekräftige Umfrage. Nee. Das ist ja nicht valide. Aber sag mal, deine Videos stellst du ja hinterher, also diese Livestreams stellst du ja hinterher auch in deinen Feed rein. Das heißt, ich kann mir die ja auch hinterher in der Regel noch anschauen. Wie sind denn da die Daten dazu? Hast du dir die um ausgelesen? Wer gucken mehr Leute live zu oder gucken sich mehr Leute das hin? Also kann man das irgendwie sagen? Also wenn man jetzt nur, also da sind die Daten tatsächlich so ein bisschen schwach. Weil was kann ich mir tatsächlich genau in den Analytics angucken? Ich kann mir in den Analytics ganz genau angucken, wie viele Leute waren pro Minute da, während es live war. Das kann ich. Da kann ich also gucken und ich sehe jetzt auch hier, aktuell gucken 13 Leute zu, vorher waren es mal 8, vorher waren es mal 16 und das kann ich hinterher fein säuberlich angucken. Was aber dann nicht geht, also sobald das Video, sobald der Livestream beendet ist und das Ganze in der Konserve ist, werden nur noch die Views gezählt. Das heißt, da sehe ich dann nur noch, wer hat es länger als 3 Sekunden angeguckt, das ist dann ein View. Verstehe. Und aber nicht, ob 5 Minuten oder 20 Minuten oder 3 Sekunden. Nicht ganz direkt. Was ich natürlich sehe, ist das sogenannte Video Lifetime. Also ich sehe dann, wie lange wurde dieses Video in Summe angeguckt? Und da steht da steht dann 652 Minuten. Was mache ich dann damit? Ja, also ein bisschen weg von dem Gedanken, das auch als Marketing-Tool zu nutzen, darum geht es auch gar nicht in meinem Blick, sondern wirklich eher um es zu machen, um damit Leute zu erreichen, um Content zu liefern und im zweiten Schritt oder im dritten vielleicht auch erst würde ich mir wirklich die Daten hinterher mal angucken und gucken, erreiche ich damit eigentlich jemanden. Das wäre auch gar nicht mein Ziel. Und vielleicht eine Sache, weil die Silvia guckt übrigens zu, also guten Morgen, Silvia. Als die Silvia gestern hier war, habe ich das auch gesagt, so ein Livestream ist mehr ein Branding-Tool als ein Marketing-Tool. Was heißt das? Ich kann dich, mich, die Silvia, den Roman, wen auch immer, kann ich in dem Livestream ganz anders erleben. Ich brauche da auch nicht viele Daten, um dann hinterher sozusagen zu wissen, würde ich den anrufen oder nicht. Das dauert 2 Sekunden und da muss ich noch nicht mal einen Ton gehört haben, dass ich für mich selbst entschieden habe, traue ich der Christine Expertise zu, bei uns im Unternehmen einen Workshop zu machen. Rufe ich sie an oder nicht?
Und das, ja, also das kann auch schon Video liefern. Das kann auch ein 30-sekündiges Schnipsel von dir sein, sozusagen, wo man dich gestikulieren sieht, sozusagen. Aber, und da komme ich wieder zu dem Chemiebaukasten, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, diese Person tatsächlich mal zu packen, also jetzt zum Beispiel, Marianne hat einen Kommentar geschrieben. Sie hat jetzt die Möglichkeit, quasi das Gespräch zu beeinflussen. Und das ist etwas, das kann nur live. Sie fragt nämlich, woran liegt es, dass einige Videos mehr angesehen werden? Gibt es da Parameter für Aufnahmen? Bei mir ist zum Beispiel ein Video 60 Mal angeschaut und ein anderes 300. Wenn nicht Aufnahmeparameter, dann Uhrzeit für Videos, wenn man Videos uploadet. Richtig. Also, wie bei allen Beiträgen bei LinkedIn, egal ob das Text, Bild, Video, Artikel ist entscheidend quasi, wie viele Leute haben in der letzten Zeit generell mit deinem Zeug interagiert, mit wie vielen Leuten bist du eng im Kontakt, da spielt sogar das auch eine Rolle, mit welchen Leuten du Direktnachrichten schreibst. Das müsst ihr mal gucken. Wenn ihr mit Leuten Direktnachrichten schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr deren Beiträge angezeigt bekommt, auch höher. Ist auch mit ein Faktor, der tatsächlich da eine Rolle spielt. Und dann natürlich spielt es auch eine große Rolle, sozusagen, wer interagiert wann mit den Sachen, die ihr hochladet. Das ist extrem wichtig. Also quasi, wenn ich jetzt ein Video hochlade und in der ersten halben Stunde, zwei Stunden gucken sich das nicht so viele Leute an und keiner interagiert damit, dann wird es natürlich auch unterm Strich weniger Leuten angezeigt, als wenn viele Leute damit interagieren. Das ist im Übrigen ein wichtiger Punkt, das bitte ich auch immer die Leute im Livestream. Wenn ihr gerade zuguckt und zuhört und ihr das noch nicht gemacht habt, dann drückt doch bitte hier unten mal einen dieser Interaction-Buttons. Also egal, ob das ein Daumen ist, ein Herz, dieses Support, was auch immer. Weil damit könnt ihr beeinflussen, ob und wie viele Leute das angezeigt bekommen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, man kann es ja sicher ein bisschen pushen, wenn man das mag. Ich weiß auch von Kontakten aus meinem Netzwerk, die ihre eigenen Beiträge bewusst pushen, indem sie Menschen anschreiben oder Menschen bitten zu kommentieren oder Leute mit zu vertaggen. Das kann man sicher alles auch nochmal ein bisschen pushen, wenn man das möchte. Genau, da gibt es auch sogenannte Engagement Groups oder Engagement Pods. Die haben damals auch bei Instagram schon angefangen. Das sind teilweise auch WhatsApp-Gruppen, in denen sich die Leute die Beiträge hin und her schicken. Manchmal fällt es auch auf, also ich könnte jetzt auch einen Namen nennen, da steht dann unter dem Video, steht 700 Mal Great Video oder Well Done oder was auch immer, ist aber mittlerweile sogar auch vom Algorithmus gar nicht mehr so hoch bewertet, also der Algorithmus guckt auch, wie lange sind quasi die Textbeiträge, also kriegt ein Beitrag innerhalb der ersten 2-3 Stunden viele lange Kommentare, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und wird das Video auch lang angeguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Menschen sehen, größer. Aber das ist Algorithmus. Aber das ist zumindest meine Meinung, weiß nicht, wie du das siehst, Benjamin, am Ende, denke ich, hilft auch Authentizität, ja? Also eher das zu machen, womit ich mich selber wohler fühle und gar nicht so viel Wert darauf zu legen, dass ich das unbedingt weit in den Äther pushen muss, sondern ich glaube, wenn die Leute Mehrwert davon haben oder das einfach gut finden, dann wird es automatisch, hoffe ich zumindest, mehr Reichweite bekommen dadurch. Also ich lege mehr Wert auf den Inhalt und die Qualität und auf das, was ich senden will, als das, dass ich hinterher losgehe und meine Leute irgendwie im Netzwerk alle anschreibe. Das wäre zumindest nicht meine Weise. Das ist auch tatsächlich ein Fehler, den habe ich lange gemacht und davon bin ich jetzt auch weggegangen. Also Punkt 1, meine generelle Interaktion bei LinkedIn geht jetzt gerade für mich ein bisschen runter, weil ich für mich entdeckt habe, dass das vielfach für mich persönlich tatsächlich einfach Zeit ist, die drauf geht, die ich woanders besser investieren kann. Also ich produziere nach wie vor recht viel, aber ich interagiere zurzeit nicht mehr so viel, weil die Menschen, die was machen, das ich spannend finde, die kenne ich aktuell ganz gut und da gucke ich dann aktiv hin. Aber alles andere denke ich mir so, weiß nicht, aktuell. Und deswegen würde ich auch euch empfehlen, überlegt wirklich ganz genau, für wen macht ihr das. Also, und da weiß ich mittlerweile schon so ein paar Leute, wo ich weiß, wenn diese Person das sieht, dann hilft es ihr tatsächlich weiter.
Und dann schicke ich ihr das auch. Wenn es das nicht tut, dann ja, haue ich es halt einfach raus und gucke sozusagen, wer sich damit jetzt irgendwie was anfangen kann oder anfangen möchte. Genau. Aber ja, Video ist einfach eine super Möglichkeit, um dich zu sehen und dich zu erleben. Ja, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich gerne mehr Bewegtbild machen will, weil ich glaube, man kommt viel, viel ehrlicher, viel, viel menschlicher, viel authentischer rüber, als würde ich große Marketingtexte schreiben und die auf meine Webseite hauen. Ich glaube, das hat einfach gar nicht so viel Emotionen. Ne? Die Emotionen und dieses Gefühl, mag ich den oder traue ich dem was zu, schreibe ich dem Kompetenzen zu und ähnliches, kommt sowieso viel besser, wenn ich den eben live erleben kann. Und live ist dann entweder live so wie hier, weil ich es noch sogar beeinflussen kann und steuern kann, wie reagiert der Mensch jetzt, wenn ich die und die Frage stelle, als nochmal in einem aufgezeichneten Video. Aber beides, denke ich, hat Vorteile, um Menschen besser kennenzulernen oder vermeintlich besser kennenzulernen. Und live hat halt auch, das muss man auch immer so ein bisschen mit beachten, es hat halt nicht jeder am Mittwoch um 9.30 Uhr Zeit. wenn ich das jetzt eine Woche vorher ankündige, dann ist es was anderes, als wenn wir das jetzt gemacht haben, das einen Tag vorher ankündigen. Wenn ich es gar nicht vorher ankündige, das habe ich auch schon oft jetzt gemacht, dann gucken manchmal 30 Leute zu und manchmal 2. Klar, damit musst du halt dann rechnen. Klar. So oder so finde ich, mir selber macht es einfach extrem Spaß, das zu produzieren. Und ich habe das Gefühl, dass da auch was dabei rauskommt für die Leute, die zugucken. Und deswegen mache ich es. Ja, genau. Du kriegst aber doch immer eine Push-Nachricht, oder? Also ich sehe immer, wenn jemand live ist, dann sehe ich das immer als Push-Nachricht sofort und sehe irgendwie, der und der macht jetzt gerade ein Live-Video, ein Livestream. Ich weiß gar nicht, ob er mir das bei allen einspielt, die einen Livestream machen, die ich in meiner Liste habe, oder ob er das nur ausgewählt macht, das weiß ich gar nicht. Genau. Das ist tatsächlich auch mit quasi ein Geheimnis des Algorithmus, wer und wie viele bekommen diese Benachrichtigung überhaupt. Und das würde ich vielleicht gerne mal auch jetzt an diejenigen, die jetzt gerade zugucken und zuhören, könnt ihr uns mal diese Frage beantworten als kurzen Kommentar. Habt ihr quasi eine Notification bekommen, dass ich jetzt live bin? Oder seid ihr im Feed drüber gestolpert? Das würde mich sehr interessieren quasi. Wie seid ihr jetzt quasi hier gelandet? Und in der Zwischenzeit hat der Roman auch dazu geschrieben, dass diese Engagement Groups natürlich die Plattformen auch kennen, also die wissen das. Und wichtiger Punkt, und da ist der Roman ein ganz wichtiger Ansprechpartner dafür, wichtiger Punkt ist halt auch, das Einzige, was diese Engagement Groups tun, ist ja tatsächlich, dass sie irgendwie so ein Ego streicheln, weil das Video oder der Beitrag ist deswegen ja nicht mehr wert. Sozusagen, sondern das besänftigt jetzt jemand, der dann, oh, jetzt habe ich ein Video gemacht, komm, like das mal. Und das ist etwas, wenn wir davon auch wieder ein bisschen mehr wegkommen, dann können wir auch uns sehr viel angenehmer in so einem Social Media bewegen. Ja, Ego ist ein Thema, ne? Natürlich. Je mehr wir posten auf Social Media, desto mehr erwarten wir ja auch eine Rückmeldung und in irgendeiner Weise Feedback. Und ich habe aber gelernt in den letzten Jahren, dass eben doch ganz viele Silent User dabei sind, ne? Unheimlich viele Menschen, die das sehen und konsumieren und lernen und lesen und aber nichts kommentieren und auch nichts liken, sondern dann vielleicht in einem anderen Moment und Setting dir das zurückspiegeln und sagen, hey Mensch, was du da gemacht hast oder ich beobachte das schon total lange und vielen Dank, dass du das machst. Ich lerne davon ganz viel. Ich höre das relativ häufig in meinem Umfeld, kriege aber dafür sehr wenige Likes oder Kommentare unter die tatsächlichen Posts, was mir dann aber nicht mehr so viel wert ist, weil ich durchaus weiß, dass ich andere Konsumenten auch erreiche. Genau. Und das war für mich auch wirklich in der letzten Woche, da habe ich ja jetzt auch in meinem Newsletter drüber geschrieben, das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus 4, 5 Dialogen, die ich in der Woche führen durfte, weil ich mit Menschen geredet habe, die mir gespiegelt haben, wie viel Expertise sie mir zutrauen in einem echten Gespräch. Und das hat mich so beruhigt und ich bin zurzeit total weg von diesem Like, Aufmerksamkeit, bla bla sozusagen. Weil ich viel mehr bei dem bin, okay, ich weiß, dass da tatsächlich Menschen gibt, die finden das gut und das hilft denen. Und jetzt gucke ich, wie kann ich das, was ich produziere, einfach noch besser, noch
greifbarer und irgendwie noch leichter konsumierbar machen. Und ein Punkt, der dabei herumkam, war eben, wenn du wirklich hochwertige Sachen produzierst, sind sie eigentlich auf LinkedIn verschwendet. Weil das ist einmal im Feed und nach 2 Wochen sieht das keine Sau mehr. Ah, deshalb deine Plattform. Deshalb der Gedanke, das auf einer Stelle zu konservieren und von dort dann eher weiterzuleiten. Genau. Oder so. Also weil, und das war im Gespräch mit der Iris Komarek, die kennst du bestimmt auch, wenn du dich mit Lernen auseinandersetzt. Nicht mit Lärmen, sondern mit Lernen. und ich habe mit ihr telefoniert und dann hat sie auch gesagt, sie findet viele meiner Beiträge so unfassbar tiefgründig, dass es, und sie beschäftigt sich gerne damit. Es dauert aber manchmal 2 bis 3 Tage, bis sie es für sich versteht und für sich quasi zu einem Ergebnis kommt. Und dann wird sie gern was dazu schreiben und bei LinkedIn findest du es einfach nicht mehr. Du hast keine Chance, diesen Beitrag wieder rauszusuchen, insbesondere wenn die Person, so wie ich, relativ aktiv ist. Und das war für mich so einer der Klickmomente, wo ich mir dachte, das ist unfassbar traurig, dass sie gerne damit interagieren würde, also interagieren im Sinne von in diesen Dialog einsteigen, aber wenn das nur irgendwie im Feed mal war, ja, und dann habe ich mir schon gedacht, eigentlich ist so ein Feed tatsächlich mehr was für Katzenmemes. Also, weil es ansonsten... Die gehen wahrscheinlich nicht gut, ne? Ja, genau, also weil ansonsten ist es auch so ein bisschen verlorene Mühe, denke ich. Klar, wirst du mal 2, 3 Leute erreichen, aber... und das ist auch gut, aber ich finde das viel, deswegen habe ich jetzt auch angefangen, diesen Newsletter zu machen, weil da weiß man, da kommt einmal in der Woche was und da können die Menschen sich dann auch selber raussuchen, wann sie sich das angucken. Und bei einem Feed ist halt, ja, ob jetzt gerade jemand wirklich Zeit hat und dann auf dem Handy zuguckt oder auf dem Desktop. Ich meine, ich finde es total cool, dass jetzt gerade 13 Leute zugucken, was mich super freut. Weil ihr euch wahrscheinlich jetzt entweder aktiv Zeit genommen habt, weil ihr das gestern Abend gesehen habt, oder weil ihr vorher die Benachrichtigung bekommen habt. Also Sven zum Beispiel hat eine Push-Nachricht bekommen, Matthias hat auch eine Nachricht auf dem Desktop bekommen, Volker auch, Arndt auch. Der Marco sagt, er hat die Notification ausgeschaltet, aber es taucht trotzdem ganz oben bei den Mitteilungen auf. Und jetzt seid ihr quasi alle da und habt euch gedacht, vielleicht macht es Sinn, sich dafür quasi Zeit zu nehmen. Und das finde ich cool. Aber das stimmt, der Feed, der verschwindet natürlich und es sind ja auch unendliche Daten unterwegs und du kommst nicht immer hinterher. Trotzdem nutze ich LinkedIn, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich nutze LinkedIn sehr gerne für mich selbst, wirklich als Lerntool, weil ich durchaus Impulse bekomme, ich sehe, was andere Menschen machen, ich verfolge das, ich bekomme schon Ideen und Gedanken oder auch mal Anstöße, die mir helfen, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und so nutze ich LinkedIn, auch zum Vernetzen natürlich, um eine Reichweite zu haben und so weiter. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eher daran, etwas zu lernen. Ich, wie andere Menschen morgens irgendwie Zeitungen aufschlagen oder virtuelle Plattformen besuchen, um Nachrichten zu lesen, lese ich LinkedIn wirklich genau aus diesem Grund. Ich lese es, weil ich mir Informationen davon erhoffe. Und genau das ist der Punkt, den ich auch zurückgeben will. Ne? Also ich möchte Informationen vergeben und verteilen, die für andere möglicherweise nützlich sind. Und ja, ich gebe dir aber recht, wenn der Feed halt wieder weg ist, muss man schauen, wo kann man das konservieren. Und ich bin tatsächlich auch zum Newsletter übergegangen und arbeite jetzt seit Anfang des Jahres mit einem Newsletter und versuche, Dinge dort nochmal aufzugreifen und auch nochmal längerfristig festzuhalten. So. Bei mir ist halt auch so, ich produziere gerne verschiedene Formate. Also ich mag Video, ich liebe aber auch Podcast und Musik. Ich schreibe auch hin und wieder sehr gerne und deswegen war für mich auch die Entscheidung jetzt recht naheliegend zu sagen, das irgendwie auf einer Plattform zusammenzubringen, wo jemand einfach aktiv hingeht und sagt, ich weiß, der beschäftigt sich mit Marketing, Workshops, Branding, Musik, Bewegung, alle Dinge, die mich halt interessieren und wo ich versuche, ein bisschen was darüber zu erzählen und zu erklären. Und dann ist es mehr wie ein aktives Hingehen als ein, weil es taucht ja schon wieder was im Feed auf sozusagen. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, das war jetzt bei mir ein Prozess, der die letzten Wochen stattfand. Da habe ich auch, wann waren das so, um Weihnachten rum mal drüber geschrieben, dass ich mich von ganz, ganz, ganz viel Content total uninspiriert
gefühlt habe. Also, dass ich wirklich so das Gefühl hatte, das ist alles irgendwie entweder Einheitsbrei oder aufmerksamkeitshascherisch. Gibt es das Wort? Ich weiß, was du meinst. Genau. Die Katzenvideos halt. Ja, genau. Oder, und das habe ich halt bei mir selber auch erkannt, dass ich selbst schon versucht habe, die Sachen so zu bauen, dass sie so ankamen. Und dann dachte ich mir irgendwann, das finde ich, da habe ich mich selber quasi selbst vor mir selbst geekelt, weil ich mir dachte, ich will da nicht mitmachen. Und jetzt gehe ich halt lieber den Weg, dass ich sage, ich produziere es einfach so geil wie möglich, dass es mir selber Spaß macht. Und dann werden sich die richtigen Leute auch finden. Da merke ich jetzt schon selber einen Effekt, was das mit mir anstellt. Gut. Genau. Und das wird dann natürlich auch spürbar. Ja, das stimmt. Gut, guter Punkt auf jeden Fall. Ich denke auch, also das ist das, warum ich die Dinge mache, so wie ich sie mache. Ich mache sie so, weil ich selber davon überzeugt bin und glaube, dass das richtig ist oder hoffe es zumindest. Aber ich bin kein Freund davon, mich irgendwie zu verbiegen oder zu verdrehen, nur weil irgendjemand sagt, du musst das jetzt machen. Ich habe ganz lange mit Instagram gehadert, weil ich dachte, nee, so eine bunte Instagram-Maus, das ist mir nichts und das ist mir alles zu viel Shishi. Und habe da eher lange gewartet und gedacht, nee, das ist nicht mein Weg und das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Also da finde ich, muss auch jeder gucken, wo er sich wohlfühlt, oder? Ja, jetzt apropos wohlfühlen, finde ich, der Matthias hat eine Frage gestellt, die ich gerne beantworten möchte. Vielleicht möchtest du die auch beantworten, weil mich das bei dir auch interessiert. Und zwar, was findest du inspirierend so richtig? Und da würde ich jetzt, also, was findest du inspirierend? Ich fange mal an, was ich gar nicht inspirierend finde, sind nämlich diese blöden Kalendersprüche, die auch immer mehr werden, die mich wirklich wahnsinnig machen. Mich inspiriert tatsächlich echtes Wissen, also Menschen, die etwas ausprobiert haben und ihre Learnings teilen. Mich interessieren neue Methoden, in meinem Fall jetzt Lehrmethoden oder Unterrichtsmethoden oder Dinge, wie man also Workshops, Trainings gut gestalten kann. Mich interessiert Technik im Sinne von, was brauche ich, ebenso wie wir jetzt angefangen haben zu sagen, was brauche ich eigentlich, um Videos zu gestalten, welche Technik brauche ich. Also wirkliches Wissen. Ich nehme das wie ein Buch in die Hand. Ich nehme ein Buch zu einem bestimmten Thema, das lese ich, weil mich Dinge interessieren. Und genauso gehe ich mit Social Media um. Ich lese und mich interessieren Dinge, die von denen ich eben lernen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und woran würdest du selber merken, dass dich etwas nicht nur interessiert, sondern wirklich inspiriert? Ach, naja, wenn es gut läuft, dann habe ich sofort eigene Gedanken dazu. Dann weiß ich sofort, das kommt auf meine, was auch immer, To-Do-Liste. Ich habe so ein Backend, was ich mir selber sammle. Oder aber ich habe sofort, das passiert bei mir auch sehr schnell, weil ich sehr enthusiastisch sein kann, ich habe sofort Ideen und Gedanken, wie ich das für mich verarbeiten kann, was ich damit anfangen soll, wo ich das wieder hinverwende und was ich daraus mache. Und meine Hürde ist immer, das auch wirklich weiter zu verfolgen, ne? Weil ich bin ganz schnell, ganz gut inspiriert und starte Dinge. Ich muss sie halt auch durchhalten. Aber das ist das, woran ich merke, dass mich Dinge inspirieren. Ich habe sofort eine Idee. Das ist tatsächlich ja auch der wörtliche Sinn, oder? Von inspirare, also das Lateinische quasi, es kommt Latein war noch nie mein Thema. Ein Geist irgendwie, also ne, die können uns die Hörer bestimmt helfen, aber es wird quasi, es hat etwas mit dem Geist zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass etwas entsteht, wie du jetzt gesagt hast, es entstehen sofort bei dir Gedanken und bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade schon wieder so ein bisschen Gänsehaut am Kopf gehabt, ganz komisch, ich habe halt Gänsehaut am Kopf, weil ich habe zum Beispiel an ein Gespräch gedacht, das ich neulich hören durfte, zwischen meinem absoluten Vorbild, was Radiomoderation angeht, Zane Lowe und dem weltbekannten Komponisten Hans Zimmer. Und da hat es bei mir einfach, und tut es jetzt auch, es hat einfach gesprüht in alle Richtungen, weil das war so ein fantastisches Gespräch darüber, wie die Filmmusik auch zu den ganzen Filmen, die Hans Zimmer gemacht hat, entstand, aber insbesondere auch Interstellar. Und dann geht er zum Piano und spielt diese Melodie von Interstellar. Und ich dachte mir so, also, und das sind so Momente, wenn ich eigentlich am liebsten vor Freude heulen würde, sozusagen, und ich bin in letzter Zeit sehr emotional, was sowas angeht, und mich ganz tief berühren lassen möchte. Und das sind Gespräche, Themen, die nicht oberflächlich sind, die haben
immer irgendwas wirklich mit echten Menschen zu tun. Die haben immer mit etwas zu tun, wozu ich eine Verbindung merke. Also zum Beispiel Musik, das kann auch was mit Bewegung zu tun haben. Und ich merke einfach, zum Beispiel Dialoge, da werden nicht nur Allgemeinschauplätze abgearbeitet, sondern da kommt wirklich was hervor, das vorher nicht da war. Das inspiriert mich. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne meine Gespräche eigentlich so führen will. Also, weil, ja, alles andere gibt es eh schon, sozusagen. Und da würde ich gerne so ein bisschen mehr in die Richtung. Also, ich hoffe, Matthias, das beantwortet deine Frage so ein bisschen. Genau, also bei mir kann man das immer erkennen, wenn ich anfange, dann Dinge aufzuschreiben, mir zu notieren oder zu sagen, hey, warte mal, das muss ich mir mal, ne, das muss ich mir merken für später, weil das weiß ich von mir inzwischen, ich kann mir die Dinge nicht mehr so gut im Kopf merken, ich muss wirklich aufschreiben und dann fange ich an zu schreiben. Und tatsächlich ist mir das gerade kürzlich mit einem Buch passiert. Ich habe mir ein Buch bestellt, was ich auch in einem Podcast gehört hatte und dachte, ha, cool, das trifft irgendwie scheinbar das Thema, was mich gerade beschäftigt. Und ich habe das Buch gekauft, ich lasse das seitdem auch gar nicht mehr los, ich fasse das an, nehme das hoch und dieses Buch, ich muss es gleich mal zeigen, das lebt quasi schon, das ist kein Buch mehr, das ist ein Skript geworden, Aha. wo ich ganz viel reinschreibe und reinklebe. Warte, ich muss sehen. Weiß nicht, ob du es kennst. Ich mag das, kann es gerade auch mal empfehlen. Es ist Training from the Back of the Room. Ich habe es als deutsche Version gekauft und habe, wenn du siehst hier, ich bin mittendrin, cool. Klebezettel. Ich habe ganz viel reingeschrieben. Tatsächlich ist das Buch auch so aufgebaut. Ich zeige das gerade. Es hat so ein bisschen Workbook-Charakter. Cool. Das heißt, man soll auch Dinge reinschreiben. Es gibt Fragen und Wiederholungsübungen und so weiter. Ich finde es super cool. Also das ist quasi meine aktuelle Bibel. Darf man sagen, ja, aber... Wie kriegen wir das mit Videos hin? Also ja, gut, kann ja nicht reinschreiben, ne? Ja. Weil ich dachte mir jetzt gerade, wir reden über Video als Format, das aus meiner Sicht auch wirklich grandios ist, was quasi die transportierbare Emotionalität angeht. Ja. Also da wird es ja quasi maximal menschlich emotional, weil ich kann sehen, wie das Gesicht wackelt, ich kann hören, wie die Stimmfarbe klingt und ich kann der Person bei ihrem Habitus zugucken. Habitus ist für mich ein grandioses Wort. Ich sehe, wie sich diese Person gibt. So, wie nutzen wir dieses Format, um das wirklich maximal inspirierend zu machen? In dem Sinne, dass was Neues entsteht. Ja, aber der erste Punkt, Benjamin, ist doch genau das, was du tust. Du machst es live und lädst Leute dazu ein, mitzumachen. Also das, was ich gerade mit dem Buch beschrieben habe, ja, es lädt mich ein, aufzuschreiben und mir Notizen zu machen und Dinge nochmal zu wiederholen, ist genau das, was du gerade tust. Ne? Du lädst ja Leute ein, mit dir zu interagieren. Also du bietest eine Plattform, du bietest ein Thema. Du hast in meinem Fall jetzt mich dazu eingeladen. Du machst es ja auch häufig allein. Aber Teilnehmende oder Zuschauer, Zuhörer sind ja immer aufgefordert, auch sich zu beteiligen. Erster Punkt. Also Thema zu sagen, hey, ihr könnt mitmachen. Wenn es euch inspiriert, stellt mal Fragen was weiß ich, gebt halt Kommentare rein. Ich finde das schon mal ein Anfang, oder? Stimmt. Was heißt das für diejenigen, die es produzieren, meinst du? Du hast ja vorher auch gesagt, und das finde ich sehr richtig, du willst ja nicht nur senden. Und das möchte ich auch nicht. Nichtsdestotrotz erwische ich mich selber immer wieder dabei, dass dann doch so ein 3 bis 5 Minuten Monolog plötzlich da drin ist. Und da will ich natürlich auch nicht Gefahr laufen, dass dann jemand von außen sagt, oh, der will ja nur was erzählen. Also, aber ich will jetzt gleichzeitig auch keine Regel festlegen. Nee. Man darf nur eine halbe Minute und dann musst du wieder. Das finde ich auch absoluter Quatsch eigentlich. Sondern woran merke ich das dann? Ist das tatsächlich, dass ich das der Person einfach abnehme? Ja, keine Ahnung. Was meinst du? Naja, also Lernpsychologe stecken da ja schon ein paar Regeln dahinter, ne? Weil du ihr da nicht, also wenn du jetzt unendlich redest, die Menschen schalten ab, können nicht mehr zuhören, das schaffen die nicht, Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Das kann ich auch alles an mir erkennen, ganz klar. Das ist übrigens das Thema, was auch in diesem Buch steckt, zu sagen Training from the Back of the Room. Ich bin eben nicht als Trainer vor einer Gruppe und bin der
die Hauptperson, die irgendwas mitgibt, sondern ich moderiere und leite an und bringe die richtigen Methoden mit, damit meine Teilnehmenden die Dinge selber machen und selber erfahren und selber erleben. Und ich glaube, das heißt das auch fürs Video. Ich glaube, die Impulse, die wir senden in einem Video oder in diesem Fall jetzt in einer Mitmachaktion, das müssen wir umsetzen können, zu sagen, hey, ich bin hier nicht zum Senden, ich bringe hier nicht mein Content über diese Plattform, sondern ich lade euch alle ein, mit mir gemeinsam was zu machen. Es muss eigentlich was daraus entstehen können. Mhm. Aber, also, und da bin ich tatsächlich sogar ein bisschen kritisch, was quasi diese Regeln der Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel angeht oder die Erkenntnisse, weil es stimmt, dass man das alles messen kann, aber dennoch erkennst du genauso wie ich immer wieder die Ausnahme bei Menschen und bei Themen. Da hast du 2 Stunden zugehört und denkst dir, was ist denn jetzt passiert? Also, und daran glaube ich halt, dass es möglich ist, und dass dann zwar viele Menschen sich auch wahrscheinlich früher davon verabschieden, weil es halt für sie absolut gar nicht das Richtige ist. Mhm. Aber ich finde, also ich fände es schon schade, quasi aufzugeben und deswegen sozusagen nur 5-Minuten-Blöcke zu machen oder so, weil wir einfach diese Regeln jetzt. Nein, ja, weiß genau. Nicht. Ja. Ach, der Mix macht es doch aus. Ja. Du willst ja mehrere Leute erreichen und du willst ja mit mehreren Leuten interagieren. Und du hast es ja gerade gesagt, manche Leute interessiert es mehr, andere weniger. Und wenn du einen Mix sozusagen daraus bereitest und eben damit die Möglichkeit schaffst, alle möglichen unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen und anzusprechen, dann bist du doch auf dem richtigen Weg. Und wenn du sagst, hey, Plattform und auf der Plattform findest du alle möglichen Formen von Content und alle möglichen Formen von interaktiven Dingen, dann erreichst du doch damit automatisch ja mehrere. Das glaube ich auch. Teilnehmer. Weißt du, Menschen, die manche mit 5 Minuten Aufmerksamkeitshorizont und manche mit 75 Minuten oder wie auch immer. Und klar, es hängt vom Thema ab, es hängt von meiner Verfassung ab am Tag. Du kannst es ja auch nicht so ganz hundertprozentig sagen. Aber ein reiner Vortrag, der ist schon. Der muss schon extrem gut sein, dass du die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Leuten lange hochhältst. Das stimmt. Und da würde ich tatsächlich sagen, ist es dann das Ziel, die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Leuten lange hochzuhalten? Oder ist es das Ziel, diejenigen tief zu berühren, für die das gerade wichtig ist? Ja, die Frage ist damit schon beantwortet, glaube ich. Also meine jedenfalls. Also mein Ziel ist es nicht, irgendwas extrem in die Höhe zu halten, damit es hochhält, sondern na klar, es geht schon darum, Leute zu erreichen und die zu inspirieren und da irgendwas zu bewirken oder auszulösen. Mhm. Und jetzt, wenn wir nämlich uns angucken, wie das häufig in Unternehmen läuft, da gibt es nun mal sozusagen die Verpflichtung oder die, weiß nicht, die Idee, dass halt 500 Leute genau dieses Thema jetzt hören müssen. Aber die wollen das häufig vielleicht gar nicht. Und dann bist du hier in einem ganz anderen Umfeld als in dem Umfeld, in das ich mich jetzt reinbewege, nämlich für alle Menschen, die sich selbst als kreative digitale Wissensarbeiter bezeichnen würden. Für die mache ich das. Naja, guck mal, da steckt das Thema Eigenverantwortung drin. Genau. Ne? Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Schlüssel dazu. Ich möchte Menschen erreichen, die Eigenverantwortung übernehmen, also Verantwortung für sich selbst übernehmen und für ihre eigene Entwicklung und das Lernen. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast, ja, das Thema. Ich werde nicht irgendwo hingeschoben und muss mich hinsetzen und muss jetzt gezwungenermaßen irgendwem zuhören, sondern ich gehe dahin, weil es mich interessiert. Und wenn es mich nicht interessiert, gehe ich da nicht hin. Aber es ist meine Verantwortung. Und da glaube ich tatsächlich, also weil ich merke jetzt gerade, das sind so 2 Seiten, die dann irgendwie zusammenkommen müssen, weil auf der einen Seite hast du die Menschen, die sagen, ich weiß, dass ich selbst die Verantwortung habe und deswegen informiere ich mich, deswegen gucke ich bei dir irgendwie ein Video an oder deswegen hocke ich mich in so einen Livestream. Und auf der anderen Seite sind wir, die versuchen, das technisch und ich sag mal vom Rahmen her so zu bauen, dass es für uns einerseits gut ist und wir so nahe wie möglich quasi rankommen und dass es dann irgendwie quasi zusammengeht. Ich denke jetzt gerade irgendwie an so einen Reißverschluss, der dann irgendwie zugeht. Und da würde ich aus meiner Perspektive eben sagen, mache es einfach technisch, optisch und vom Gesamterlebnis so, dass es den Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, auch leicht fällt,
da mitzumachen und alle anderen, die entweder selbst diese Verantwortung nicht für sich begreifen oder das Thema einfach langweilig finden, es auch leichter fällt, einfach wieder zu gehen. Ja. So. Ja, Leichtigkeit ist gut, guter Punkt. Und das ist das, was also meine Aufgabe auch ist. Ich habe ja mal gesagt, ich biete an. Weißt du, das nimmt sich jeder, der es haben möchte oder braucht, und der es nicht braucht oder nicht haben möchte, nimmt sich es nicht und ist auch okay. Aber klar, es muss natürlich leicht zugänglich sein. Mhm. Also wenn ich eine Hürde habe, 35 Klicks, 3 Unterseiten und nochmal hier anmelden und irgendwas runterladen, dann habe ich natürlich auch die verloren, die wirklich Interesse haben. Von daher, da gebe ich dir recht, es muss leicht sein. Mhm. Es hat der Roman was geschrieben, machst du das für mich? Ich weiß es nicht, worauf du dich beziehst, Roman, aber sag doch gerne mal, was genau du meinst. Ich schaue mal nochmal in den Chat, was er meint. Genau, wenn ihr weitere Fragen habt, ne, oder noch irgendwas reingeben möchtet, dann tut es sehr gerne. Der Andreas hat auch geschrieben, als wir vorher darüber geredet haben, so Action-Based Learning, also ich glaube, das war auch in Bezug auf das Thema Inspirieren, beziehungsweise auch in Bezug auf die so das Workbook. Also quasi so schnell wie möglich die Möglichkeit bieten, dass Menschen selbst einfach was tun können und gar nicht diese passive Haltung irgendwie einnehmen, sondern tatsächlich einfach so schnell wie möglich aktiv sind. Und ich glaube, da kann ein Video einfach gut sein, um einzuladen. Ne? Das kann eine gute, jetzt habe ich den Kommentar gelesen. Dein Kommentar, also dein Format für kreative Knowledge Worker. Ich glaube, der Roman ist ja auch, also, ne, das ist ja keine Berufsbezeichnung, sondern es ist mehr so eine Haltung. Also, wenn du dich als kreativer Knowledge Worker bezeichnest, dann heißt es für mich, dass tendenziell das, was ich tue, wahrscheinlich für dich interessant ist. Also, weil du deine Arbeit so ein bisschen kreativer angehst, du selber vielleicht auch irgendwas produzieren möchtest, egal ob das Video, Podcast, Text ist, und da selber einfach dazulernen möchtest. Und deswegen, ja, habe ich den Begriff auch so für mich quasi jetzt vor ein paar Wochen gefunden und in die Richtung marschiere ich jetzt einfach mal los. So. Kannst du dich damit identifizieren, Christine, kreativer Wissensarbeiter? Löst es irgendwas in dir aus? Ist es zu technisch? Ja, weiß ich auch nicht. Nee, so richtig bin ich da nicht zu Hause, glaube ich, bei dem Thema. Ich verstehe, was du damit sagen willst, und ich glaube auch, dass du damit eine Kategorie von mir aus formulierst, und es gibt bestimmt Menschen, aber mich sprechen diese Begriffe nicht an. Das liegt aber an mir. Mhm. Also die Begriffe sind mit kreativ verbinde ich mich zum Beispiel nicht. Aber das liegt an mir. Genau. Ich glaube nicht, dass ich kreativ bin, sondern dass ich einfach ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin eher vielleicht mutig oder ich probiere Dinge aus, aber mit kreativ verbinde ich immer irgendwie mehr die Künstler. Meine Schwester ist Grafikdesignerin und macht grandiose Sachen. Die finde ich kreativ, die hat tolle Ideen. Mhm. Wenn ich Ideen brauche, rufe ich die an. Ne? Aber mich spricht der Begriff kreativ schon nicht an. Und Wissensarbeit, der klingt sehr trocken. Irgendwie klingt es trocken. Ich weiß auch nicht. Ein Wissensarbeiter ist in der Forschung unterwegs, und da habe ich mich ganz weit von entfernt. Uni war irgendwann für mich abgeschlossen, weil ich dachte, nee, in die Forschung will ich nicht gehen. Ja, ich kann mich auch tatsächlich, ich selber kann mich auch ein bisschen besser mit der englischen Version identifizieren, so Knowledge Worker, weil das auch nicht so besetzt ist für mich, aber weil es jemand ist, der irgendwie mit Wissen hantiert und Erkenntnisse schafft. Aber das ist ein Philosoph. Auch. Da hast du doch den Begriff Philosoph schon. Arbeitsphilosoph. So nennt sich der Anders Inzet. Kennst du den? Ja. 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 Mehr will ich an der Stelle nicht dazu sagen. jetzt, ich sehe gerade, es ist schon eine Stunde rum. Das ist jetzt irgendwie für die Kategorie quasi, was ich vorher gesagt habe, da geht irgendwie eine Stunde rum und du merkst es nicht mal. Haben wir denn deine Fragen beantwortet? Was schwebt dir gerade noch irgendwas im Kopf, was du gerne noch wissen möchtest? Darf ich dir noch was einpacken?
Nee, tatsächlich sind ganz viele meiner Fragen beantwortet. Ich war live dabei, um mal zu erleben, wie sich es anfühlt, in so einem Stream und in einem Lernradio und in deinem Lernradio zu sein. Das hat mir gut gefallen. Ich habe natürlich bin ich immer auf verschiedenen Ebenen sofort unterwegs. Ich war auch in der Metaebene zu beobachten, was du nebenbei noch tust. Die Systeme bedienst. Sicher kann ich da noch ein bisschen mehr lernen und eine große Liste an technischen Vorschlägen, ne? Wie heißt das Mikrofon, was verwendest du, warum hast du Headsets auf und so weiter, aber das kann ich sicher irgendwo nachlesen. Von daher, nö, für mich war der Austausch super. Vielen, vielen Dank. Cool. Ja, ich schicke dir das gerne alles mal, das warum und wie und was. Genau. Und für diejenigen, die zugehört haben, falls ihr da noch weitere technische, tiefergehende Fragen habt, meldet euch gerne auch bei mir. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte stellt die noch. Ansonsten habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, was nehmt ihr euch aus der Veranstaltung heute mit? Ihr wart vielleicht von Anfang an da, vielleicht seid ihr irgendwann zwischendrin reingekommen. Aber mich würde interessieren, was nehmt ihr euch quasi aus den 60 Minuten zwischen Christine und mir jetzt mit? Was bleibt hängen? Und vielleicht auch, was wollt ihr deswegen jetzt angehen? Und da sind wir nämlich gleich bei diesem Action-Based Learning. Vielleicht war ja irgendwas drin, wo ihr sagt, Mensch, das hat mich selber so bewegt, da war gerade irgendwas in Bewegung, da würde es vielleicht Sinn machen, das in Zukunft anzugehen. Also beantwortet doch bitte gerne noch diese Frage im Chat. Wenn ihr es nicht im Chat beantworten wollt, könnt ihr mir gerne auch eine Nachricht schreiben. Also mich interessiert es wirklich. Mir geht es nicht darum, dass jetzt hier noch ein paar mehr Kommentare stehen, sondern ich würde wirklich gerne wissen, was ihr euch quasi aus der Zeit jetzt mitnehmt. Genau. Was steht für dich heute noch an, Christine? Heute habe ich eigentlich meinen freien Mittwoch. Aha. Weil ich normalerweise versuche, mittwochs nicht zu arbeiten, sondern ein bisschen runterzukommen und jetzt kommt der Begriff doch, kreativ zu sein. Denn wenn ich nichts tue, tada, vielleicht doch kreativ. Ja, vielleicht. Wenn ich nichts tue, kommen mir doch Gedanken und Ideen und die fehlen mir manchmal diese Zeit. Deshalb ist heute gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ich werde jetzt nochmal das nachhallen lassen, was wir besprochen haben, weil das ist nämlich auch immer eine Frage, die ich mir stelle, was ist mein Learning daraus? Ne? Was nehme ich daraus mit? Und das werde ich jetzt gleich im Nachgang tun. Schön. Und der Matthias schreibt, dass er mit Videos einfach anfangen soll. Das finde ich gut. Wenn du da noch Fragen hast, ne, du weißt, wo du mich, wo du uns findest. Ich bin da gerne bereit, dir auch ein bisschen zu helfen. Aber man findet da auch online extrem viel, ohne Probleme. Ja. Und ansonsten einfach starten, einfach machen und gucken, wie sich's für euch anfühlt auch. Also genau das Beispiel, was Christine hatte mit ihrer eigenen Challenge, die sie im Dezember selber gemacht hat, einfach 24 Tage lang hintereinander live zu sein. Guck mal, wie sich das für euch anfühlt. Ich meine, für mich, ich habe meine Stimme mit 13 auf Kassette aufgenommen und Musik dazu gemischt. Also ich fühle mich da wohl. Ich habe da keine Schwierigkeiten und kein Problem damit, sondern ich mache das riesig gerne. Und da habe ich euch quasi auch ein bisschen was voraus, obwohl ich erst 30 bin. Muss ich selber rechnen. 33 werde ich. Genau, nein, 34 werde ich. Hopp, stimmt, 22. Volker sagt, was er sich mitnimmt, wir müssen neue Wege finden, Menschen zum Lernen zu bringen. Und das geht über Formate wie dieses sehr gut. Finde ich schön. Schön. Okay. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir vielen Dank zu sagen. Christine, ja, danke, dass du da warst, dass du dich auf einen virtuellen öffentlichen Kaffee eingelassen hast. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen. Es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir quasi vor Publikum oder ohne Publikum geredet haben. da bin ich mir sicher. Ich wünsche dir einen schönen kreativen Mittwoch. Und ich wünsche euch allen, die zugeguckt haben, auch einen grandiosen Tag. Jetzt gibt es noch einen Rausschmeißer und dann wünsche ich euch einen fantastischen Mittwoch. Danke dir, dass du da warst. Danke dir, Benjamin. Bis bald. Bis bald. So, das war also das Lernradio für diesen Mittwoch. Mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon länger kein Gespräch-Lernradio gemacht. Ich kriege wieder Gänsehaut am Kopf. Komisch, ich weiß nicht warum. War richtig toll, mit euch zu interagieren. Danke, dass ihr so aktiv dabei wart. Gehabt euch wohl und macht gerne selber gute Videos. Macht es gut.